Hallihallo. Ich habe mich jetzt eine Weile nicht mehr gemeldet, aus dem Grund, weil es mir einfach nicht gut geht. Ich habe viele Sachen unternommen, ich habe es versucht, aber mein Schwindel lässt mich echt momentan nicht zur Ruhe kommen. Es ist ganz, ganz schlimm. Ich weiß nicht, ob ich eine Entzündung im Ohr habe oder so. Ja, seit 2 Wochen muss ich fast jeden Tag wirklich meine Übungen machen. Dann geht es mir gut, dann nehme ich eine Tafergan zum Beispiel, dann geht es mir noch besser. Also, ich habe zwar, wenn ich die Übung mache, geht es mir ein bisschen besser, aber es ist immer noch komisch, schwindelig und bla bla. Und eben, wenn ich dann die Tafergan nehme, geht es mir dann wirklich besser. Und ich merke es dann auch. Und ich denke, ja, es muss was im Ohr, im Innenohr sein, weil, ja. Sonst geht es mir gut, aber der Schwindel, der ist echt hartnäckig. Echt ein fieses Ding. Ja. Ich will jetzt mit der DJI mal gucken, ob ich das so hinkriege, wie ich das möchte. Ich brauche noch ein bisschen Übung, aber ja. Ja. Heute ist Mittwoch und ich bin schon am Waschen. Habe jetzt mal alle Hundesachen gewaschen, also sprich alle Geschirre. Alle Sachen, die ja Lia und Ole so brauchen, so Mäntelchen und so, weil ja, die haben schon ein bisschen gestunken und ja, man muss ja danach regelmäßig waschen, aber dass ich in einem Block wohne, habe ich ein bisschen Schiss, weil es könnte dann noch riechen und ja, ist nicht so schön. Genau. Heute, also ich habe jetzt letzten Tage nicht mehr so, ja, also Zeit, ja, doch, ich hätte schon Zeit gehabt, eben, mir ging es ja nicht gut, aber ich habe dann einfach nichts, also nicht viel gemacht, nur rasch durchgesaugt und jetzt muss ich halt alles nachholen, ich muss durchsaugen, ich muss Küche machen, ich muss Bad putzen, ja, ich muss Sonstiges noch machen, dann muss ich noch im Garten ein paar Sachen einpflanzen und. Also, ja, ich habe eigentlich immer was zu tun, eben mit dem Hund bin ich auch draußen. Jetzt heute ist es leider nicht mehr so schön. Und es kommt auch noch Regen. Ich habe jetzt aber keine Regenmäntel mehr für meine Hunde, weil ich ja jetzt alles gewaschen habe. Also das heißt, heute geht es noch kurz raus. Ja, gestern waren wir ja in Österreich. Mit den Hunden, also ich und meine Freundin, weil ich ja gestern Geburtstag hatte. Fast ein Scherzkind, nein. Genau. Und dann sind wir auf der Hundewiese gewesen. Und dann sind wir nochmals an den See. Also waren 2 Stunden dort. Und die Hunde konnten sich auch toben. Genau. Hat Spaß gemacht. Nur. Also was nur, nein. Ja, ich hatte ganzen Tag, also fast den ganzen Tag von 10 Uhr bis 16 Uhr, sowas, habe ich eigentlich mit meinen Mädels verbracht. Es war mega schön, also ich bin denen mega dankbar. Ja, es war mega angenehm. Und sie hatte ja noch ein Kind und so, war wirklich schön. Und dann war ich noch gestern Abend mit meiner Familie und Freunde essen. Genau. War toll, war wirklich toll. Und jetzt bin ich ein Jahr älter. Ich bin jetzt 37 geworden. Man sieht es mir gar nicht an, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber ja, ich bin wirklich 37. Und ja. Na. So.
So, gesaugt ist jetzt mal. Jetzt habe ich mir mal so einen Apfel gegönnt. Ich habe auch gefrühstückt. Ich habe einen Joghurt gegessen, aber es hat irgendwie nichts gebracht. Eben, wenn ich Schwindel habe, dann bringt Essen eigentlich nicht so viel, weil dann könnte mir noch mehr übel werden. Und dann habe ich immer das Gefühl, dass ich Hunger habe, aber wohl habe ich nicht Hunger. Ja. Ist ein bisschen mühsam und ich merke gerade auch so, ich habe ganz Mühe mit Reden. Ich kann nicht schlecht reden. Ja, das kann ich so sagen. Aber ja, ist ein bisschen doof. So, ich werde mir den mal schmecken lassen und dann werde ich mich vielleicht ans Bad machen. Ich muss gucken, ja, das Sofa habe ich jetzt noch bezogen. Ja, wisst ihr, ich habe da immer eine Decke drauf. Das ist so, da. Meine Decke. Und hallo, hallo, da bin ich, huhu. So, und hallo, hier bin ich. Der möchte nicht schaffen, also gut, gucken wir so. Genau. Was soll ich sagen, genau. Da muss ich noch Garten machen, da muss ich noch die Wäsche holen jetzt. Dann muss ich noch Abfall lernen, ja, so sich Sachen halt. Aber ja, geht schon schief. Ja, wir sind unterwegs. Hallo. Hallo, ja. Ihr kennt sie auch. Ja. Mia kommt. Mia kommt. Oh, mein Lia. Komm. Und ja. Mega schöne Gegend. Man sieht sie zwar kaum, aber egal. Man sieht nur mich. Okay, Lia kommt los. Genau, versuchen jetzt eine Runde zu machen, genießen noch das Wetter und dann gehe ich wieder nach Hause und mache weiter. So, Hundilis. Hundili? 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 Ja, was möchtest du? Ja, Hundevideos oder auch Kochvideos. Ja, voll, voll. Hallo, ich bin jetzt wieder zu Hause. Wir waren jetzt fast 2 Stunden Gassi. Also eigentlich 2 Stunden. Ja, und jetzt hat es angefangen zu regnen. Ich kann jetzt den Garten nicht machen, aber ich. Psst, Lia, hey! Nein. Und sie will im Abfalleimer rum. Ich werde jetzt noch den Rest machen. Und dann am Nachmittag um 2:15 muss ich zum Arzt wegen meinen Ohren, weil das nicht normal ist. Ja, ist ein bisschen doof, aber. Ja. Anders geht es nicht, weil es geht dann nicht weg und es ist ein bisschen mühsam. Deswegen, genau. Und jetzt versuche ich noch irgendwas Produktives zu machen, noch ein bisschen zu essen und noch ein bisschen aufzuräumen und noch ein bisschen dies und das zu machen. Und dann, ja, genau. Bis später.